mysteriösen Vermisstenfall aus dem Harz. Verschwunden ist die 53-jährige Jutta Schulz seit Anfang April. Für Freunde und Bekannte ist das alles unerklärlich. Wird er seine Lebensgefährtin Jutta Schulz je wiedersehen? Klaus Kroschwitz fällt es anscheinend sehr schwer zu verstehen, dass seit dem 8. April jedes Lebenszeichen von ihr fehlt. Das ist ein sehr eigenartiges Gefühl. In dem Alter, in dem man so ist, hat man sich natürlich schon ein bisschen darauf vorbereitet, dass man seinen Lebensabend mal mit einer Frau verbringen möchte. Dass sie nun so plötzlich verschwunden ist, schmerzt mich natürlich sehr, muss ich zugeben. Jutta Schulz ist eine lebenslustige Frau mit vielen Interessen. Ihre Freunde bewundern die 53-Jährige für ihre Aktivität. In ihrem Heimatort Thale und der Umgebung am Nordrand des Harzes war sie stets mit ihrem Fahrrad unterwegs. Alle zwei Wochen fuhr sie mit dem Zug nach Köln, um dort als Bardame ihr Geld zu verdienen. Also Freigeist, Freidenker, ja, das war sie. Ja, das Geldverdienen war eben ganz einfach Mittel zum Zweck. Sie brauchte ja Geld, logischerweise. Und der Mittelpunkt ihres Lebens war eindeutig ihre Antiquitätensammlung, die sie hatte. Für den Ermittler der Kriminalpolizei ist Jutta Schulz eine von mehreren Vermissten in der Region. Hier sucht er in ihrem Geschäft und Antiquitätenlager nach Hinweisen. Seine Bemühungen blieben bisher jedoch ohne Erfolg. Das ist für uns als Ermittler überhaupt nicht zu erklären, dass sie eben diese liebgewonnenen Sachen wie Hund, wie ihre Antiquitäten bzw. ihr einziges Fortbewegungsmittel, ihr Fahrrad, einfach zurückgelassen hat. Rückblick. 7. April 2014. Klaus Kroschwitz hat einen Streit mit seiner Lebensgefährtin. Eigentlich eine Lappalie, wie er sagt. Aus Frust verlässt Jutta Schulz das Haus mit ihrem Fahrrad. Am nächsten Tag kehrt sie noch einmal ins Haus zurück, während ihr Lebensgefährte arbeitet. Sie packt ihre Kleidung in mehrere Reisetaschen und verschwindet. Das bereits gekaufte Zugticket nach Köln, ihre Handys und ihren Hund lässt sie zurück. Auch ihr Fahrrad nutzt sie nicht. Möglicherweise hat ihr also jemand beim Transport ihrer Sachen mit einem Auto geholfen. Doch warum ist Jutta Schulz verschwunden? Nach dem Tod ihrer Mutter im Dezember 2013 hat sie keinen nahen Verwandten mehr. Ihr Lebensgefährte verdient als Kutscher in Thale sein Geld. Er vermutet, dass Jutta Schulz nach dem Tod der Mutter ihr Leben vielleicht noch einmal neu ordnen will. Von dem Tage an habe ich gemerkt, dass hier nichts mehr ist, was sie bindet. Ja, ihr Geld hat sie in Köln verdient. Ihre Träume lagen irgendwo ganz weit außer unserer Reichweite. Und ich habe gemerkt, dass sie sich so ein bisschen eigenartig verhielt. Als Jutta Schulz nach dem Streit nicht wieder zurückkehrt, macht sich Klaus Kroschwitz Sorgen. Doch die Polizei verständigt er nicht. Sie war schon öfters mal längere Zeit verschwunden. Und hätte ich da jetzt eine Vermisstenanzeige gemacht und sie wäre wieder hier aufgetreten. Denn sie sagt, sie war sehr selbstständig. Und dann hätte sie mich natürlich dann nervlich, also hätte mich runtergemacht. Das wollte ich auch nicht. Und erst als Herr Thomas Gelbke ankam und erzählte, dass er auf Arbeit fehlt, da haben wir uns angefangen, Gedanken zu machen. Erst als Jutta Schulz am 1. Mai nicht wie verabredet zur Arbeit erscheint, meldet sie eine Kollegin bei der Polizei als vermisst. Die aktuellen Ermittlungen fangen natürlich im Lebensmittelpunkt an. Das war Thale. Mit ihrem Fahrrad war sie natürlich auch überorts unterwegs. Blankenburg, Quedlinburg, da hatte sie also keine Scheu vor, sehr sportlich, die Frau. Mittlerweile sind wir aber sogar bundesweit unterwegs durch ihren riesengroßen Bekanntenkreis. Langjährige Bekannte wie Thomas Gelbke. Er kennt Jutta Schulz schon seit ihrer gemeinsamen Ausbildung. Bis zum April besuchte Jutta Schulz ihn regelmäßig in seinem Café. Ja, wenn man Frau Schulz über diesen langen Zeitraum natürlich kennt, ist das natürlich schon bedenklich, wenn man mehrere Wochen oder mittlerweile auch Monate kein Lebenszeichen hört. Und da macht man sich ja doch schon mal Gedanken darüber. Ne? Wobei das eigentlich gar nicht ihre Art war, sich in ihrem Bekanntenkreis nicht zu melden. Ja. Wo ist Jutta Schulz? Warum ist sie verschwunden? Sie könnte allein irgendwo ein neues Leben begonnen haben, auf dem Weg dorthin verunglückt oder gar einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein. Die Polizei ermittelt deshalb in alle Richtungen.
Haben Sie Jutta Schulz seit ihrem Verschwinden Anfang April irgendwo gesehen? Die Vermisste ist 53 Jahre alt, 1,59 groß, sehr schlank und hat rotbraunes, schulterlanges Haar, das sie meist zum Dutt oder Zopf gebunden trägt. Außerdem hat sie auf dem Rücken ein Tattoo, ein sogenanntes indisches Auge. Vielleicht haben Sie Jutta Schulz in Begleitung anderer Personen beobachtet oder können sogar sagen, wo sie jetzt ist. Ihre Hinweise bitte an die Kripo Halberstadt, Telefon 03941 674 291.